eigentlich immer schlafen? Das ist total doof. Du bist wirklich die langweiligste Zimmernachbarin. Also auch die coolste, aber auch ein bisschen die langweiligste Zimmernachbarin, die ich jemals hatte. Du bist immer nur am Schlafen. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das. Das stimmt total voll viel. Ich meine, was soll ich denn hier machen? Ich kenne niemanden außer dich. Du könntest zum Beispiel für mich meine Brille suchen gehen. Die wurde nämlich schon wieder geklaut. Hast du nicht vielleicht einfach wieder verlegt? Nein, ich bin mir ganz sicher, dass jemand meine Brille geklaut hat. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und vielleicht steckt sie ja mit denen unter einer Decke. Nein. Hab ich nicht. Habe ich noch nicht nachgesehen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da könnte ich dann gleich mal nachschauen. Oh, hast du gehört? Ich glaube, es hat geklopft. Geh du mal. Das ist bestimmt für dich. Für mich würde keiner an der Tür klopfen. Hier ist ja niemand. Oh! Ist niemand da? Wir haben eine Nachricht bekommen. Oh. Und da steht in der Nachricht? Da war niemand, also... Komm um 18 Uhr in den Keller. Wegen des Aufnahmerituals. Komm alleine. J? Das ist bestimmt von James! Ja, das ist endlich das Aufnahmeritual. Na, endlich. Endlich hat er uns gehört. Komm alleine. Darf ich nicht mitkommen? Du kommst mit. Der soll sich mal nicht so anstellen. Ich dachte wirklich, ich werde jetzt auch mal eingeladen. Also Freddy, ich habe zu James gesagt, ich werde dich auf jeden Fall als meine Begleitung mit zu der Party bringen. Das ist richtig gut, dass ich mitkomme. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufgenommen werde, das heißt, du darfst mit zu der Party kommen. Das klappt schon. Aber ich würde doch gerne irgendwie... Naja, ich kann nicht mit hin, sonst verlierst du wahrscheinlich das Aufnahmeritual und dann können wir beide nicht zur Party und das wäre furchtbar. Ich will dort so gerne hin und dann will ich die Ballprinzessin sein. Du kommst mit und du bist Buxmäuschenstill und versteckst dich, okay? Verstecken. Ich kann nicht gut still sein, aber ich kann mich gut verstecken. Mhm. Und wir gehen da um 18 Uhr zusammen hin und dann schauen wir mal. Das klappt schon. Okay. Es ist jetzt 17.58 Uhr. 17.59 Uhr. 18 Uhr, los! Hallo, aufstehen, wir müssen zu deinem Aufnahmeritual. Komm jetzt mit. Ausgeschlafen musst du sein, wenn du irgendwas... Stell dir mal vor, du musst irgendwas machen, irgendwas Sportliches. Was machst du denn, wenn du so ausgeschlafen bist? Ach ja, Aufnahmeritual. Na gut. Also gut, Freddy, meinst du, siehst du da hinten wieder, wo James letztens versucht hat, uns zu erschrecken? Ich weiß doch nicht, wo das ist. Ich hab das noch nie mitgemacht. Aber also, ich soll wirklich mitkommen? Ja, vielleicht bleibst du hier vorne irgendwo. Und ich gehe dann rein, okay? Und wenn irgendwas ist, dann rufe ich ganz laut. Okay. Du kannst vielleicht irgendein Wort ausdenken, was ich da rufe, damit... Du kannst dann ganz laut rufen... Schokoladenzuckerwatte! Ich glaube, das war... Ich habe gesagt, ich kann nicht so gut leise sein. Aber okay, ich glaube, das ist gut. Schokoladenzucker, Schokoladenzucker. Warte, ja gut, okay. Oh, ich glaube, da hinten ist James schon. Ich hoffe, sie hat jetzt das Wort nicht vergessen. Das sieht irgendwie... Ich glaube, sie bekommt jetzt wirklich das Aufnahmeritual. Aber er ist ganz alleine. Ja, hier bin ich. Okay, und das Aufnahmeritual? Okay. Alles klar. Oh, sie kommt wieder. Ich glaube, ich muss mich verstecken, sonst gibt's Ärger, wenn James mich hier sieht. Und dann können wir beide nicht mehr zu der Party. Klar. Was machst du denn da, Fred? Warum bist du hier? Du sollst mich da hinten warten. Aber ich war ganz mucksmäuschen still und habe mich versteckt. Siehst du, du hast mich gar nicht bemerkt. Du hast gar nicht Schokoladenzuckerwatte gerufen. War also alles gut? Alles war gut. Ich erzähl dir erst mal oben in meinem Zimmer. Komm mit. Okay. Also, du musst erzählen, was ist es, was musst du machen? Musstest du schon was machen? Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du irgendwas gemacht hast. Du hast ja nur gestanden und gelabert. Ich meine, Regen kann ich ja theoretisch richtig gut. Dann würde ich das ja wahrscheinlich auch bestehen, dieses Initiationsdingsbumsgedönse. Freddy. Oder? Also, ich habe die Informationen bekommen und es ist etwas super Einfaches. Wirklich was richtig Einfaches? Was musst du denn machen? Ich soll unseren Vertrauenslehrer Herrn Collins pranken. Nein. Wirklich jetzt? Ja, einfach pranken. Aber ich soll mir selber voll was nett. Ja, aber. Ich meine, wenn es mehr nicht ist. Clara, das ist der netteste Lehrer hier. Und wenn der dich auf dem Kieker hat, ich sag der, dann hast du hier keinen Spaß mehr. Wirklich, der schmeißt dich von der Schule. Ich bin schon von einigen Schulen geflogen. Ja, und wenn du von der Schule hier runterfliegst, nimmt dich wahrscheinlich keine andere mehr auf. Also pass bitte echt auf, was du machst. Vielleicht ist es das ja auch gar nicht wert. Ich meine, du hast ja schon eine Freundin und die ist ja auch ziemlich
Naja, uncool, aber vielleicht reicht das ja auch. Vielleicht musst du ja gar nicht dieses komische Initiative. Also hast du keine Lust auf die Halloween? Doch, ich will unbedingt auf die Halloween-Party. Bitte pranke Mr. Collins, aber mach's nicht so schlimm, dass du von der Schule fliegst, okay? Ich mach das schon. Okay. Also, ich habe jetzt den Gesprächstermin bei Herrn Collins und ich nehme einfach diese Stinkbombe mit. Und wie funktioniert... Also, okay, das funktioniert... Nein, nicht drehen! Das mache ich erst, wenn ich bei ihm im Büro bin. Okay, also ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ja, du weißt, unser beider Ruf hängt davon ab. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du doch bitte nicht meinen Namen erwähnen. Das wäre ganz, ganz lieb. Ich will nämlich nicht von der Schule fliegen, weißt du? Bis später, Freddy. Oh. Super, da geht nichts schief. Ja? Hallo, Herr Collins. Hallo. Wir haben ja das Gespräch. Kann ich schon reinkommen? Natürlich. Hallo Clara, setz dich ruhig schon. Hallo Herr Collins. Ja, sehr, sehr schön, dass du von dir aus ein Gespräch mit mir haben wolltest. Das finde ich wirklich immer sehr, sehr schön, wenn die Schülerinnen und Schüler proaktiv auf mich zugehen und ein Gespräch mit mir führen möchten. Ja, ich meine, sie hat mir ja die Aufgabe gegeben, dass ich Freunde finden soll. Ja. Und wie klappt es da so? Also ich habe ja auch schon gesehen, bisher hast du ja auch schon einige Freunde gefunden. Wir haben uns ja hier und da ab und zu auf dem Flur gesehen. Und da hast du doch auch schon mit einigen Leuten hier bisher Kontakt geschlossen, oder? Ja, doch, das... Also ich verstehe mich auch ganz gut mit meiner Mitbewohnerin. Genau, die Friederike war das, genau. Richtig? Ja, das ist ja auch eine sehr, 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 sehr nette Person. Also ihr versteht euch doch bestimmt hervorragend, oder? Ja, doch. Ja, und das mit dem Unterricht und so klappt auch eigentlich alles ganz gut. Ja, das gut. Ist doch auch eine hervorragende Nachricht. Ja, also ich habe mich wirklich ganz gut eingelebt, Herr Collins. Alles gut. Mhm. Und gibt es da irgendwas, über das du noch sprechen möchtest? Weil dafür bin ich ja schließlich da, als der Vertrauenslehrer. Nö, alles gut. Also ich würde dann wohl jetzt auch wieder gehen. Okay, du möchtest jetzt schon gehen, aber warum genau wolltest du dann den Termin mit mir machen? Ich wollte dir nur berichten, dass es jetzt alles ganz gut klappt. Okay, na dann, okay. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und dann beenden wir hiermit jetzt die Besprechung. Okay. Okay, tschüss. Nein, das typische Aufnahmeritual. Clara, einmal hierbleiben bitte! Was denn, Herr Collins? Clara, denkst du wirklich, dass du damit durchkommst, dass ich nicht merke, dass hier eine Stinkbombe von dir gezündet wurde? Denkst du, ich bin mir nicht im Klaren, dass das typische Aufnahmeritual ist für neue Schüler hier? Also, ich glaube, du bist dir nicht bewusst, was das für Konsequenzen haben wird. Wenn ich das der Schulleitung melde, dann ist hier aber ganz schnell Schluss für dich, denn dann kann das zum Verweis führen. Na, dann... Ist das halt so, dann... Also, nein, da ist gar nicht so. Also, wenn sowas wirklich rauskommt, also wenn ich da jetzt kein Auge zudrücke, dann ist aber hier ganz schnell Endstation für dich. Also, ich glaube, das ist dir noch gar nicht bewusst, dass das wirklich solche Konsequenzen für dich haben kann. Oh, der ist richtig sauer. Tut mir leid, Herr Collins. Also, ja, ich möchte mich entschuldigen. Aber weißt du was? Ich habe ja gerade schon gesagt, ich würde jetzt nochmal ein Auge zudrücken, weil du dich jetzt gerade entschuldigt hast. Aber ich möchte dir sagen, dass das bitte nicht wieder vorkommt. Ich weiß natürlich, dass das Aufnahmeritual ist und dass man natürlich cool sein möchte und dazugehören möchte und dann natürlich auch schlecht Nein sagen kann, aber dir muss im Klaren sein, dass sowas nicht noch einmal passieren darf. Aber ich würde das dann fürs jetzt Erste belassen und dich dann jetzt hiermit verabschieden und ich hoffe, dass das eine Lektion für dich war. Und du nimmst deine Stinkbombe mit. Ciao, Herr Collins, und danke. Typisch Schüler. Warum muss ich eigentlich immer der Lehrer sein, bei dem das Aufnahmeritual gemacht wird? Also eine Stinkbombe, das ist ja zumindest kreativ. Also beim letzten Mal, da war das Klebstoff an meinem Stuhl. Und davor, da war das der Schwamm mit Schleim gefüllt. Wie kommt man auf sowas? Naja, das ist ja ganz gut gelaufen und oh, wie das stinkt. Also man wird mir auf jeden Fall glauben, dass ich den Prank gemacht habe. Hat das funktioniert? Also es stinkt auf jeden Fall bis hier oben. Also anscheinend hat es wirklich funktioniert. Und wie war's? Okay, komm, wir gehen vielleicht ins Zimmer, oder? Ja. Okay, jetzt erzähl. Los, komm schon raus mit der Sprache. Wie ist es gelaufen? Herr Collins, das hat mich erwischt. Was? Herr Collins hat mich erwischt. Gehen wir jetzt also nicht auf die Halloween-Party? Oh! Herr Collins hat ein Auge zugedrückt. Der ist ja wirklich so cool, wie du gesagt hast. Der hat ein Auge zugedrückt. Das geht doch gar nicht. Der ist doch ein Lehrer. Ja, aber er meinte... Lehrer sind keine Verwarnung. Und es stinkt überall. Es wird mir also jeder glauben, dass ich die Stinkbombe abgeworfen habe. Oh mein Gott, du bist genial, Clara! Du bist genial! Wir gehen zur Halloween-Party! Wir gehen zur Halloween-Party!
wir wollten doch zusammen zu der Party gehen. Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Ohne dich komme ich doch da auch gar nicht rein. Clara, bitte lass mich jetzt nicht hängen. Was ist denn zu Hause? Warum bist du denn da? Nein, das bringt mir überhaupt nichts, wenn du das jetzt... Oh mein Clara, bitte, du musst wieder zurückkommen. Warum ist Clara denn jetzt gerade heute zu Hause? Das ist doch die Halloween-Party und ich wollte doch da unbedingt hin. Ich habe mir sogar extra eine neue Brille gekauft. Und ich habe mein Krönchen extra poliert und ich wollte da unbedingt hin. Jetzt kann ich schon wieder nicht auf die Halloween-Party und neue Leute kennenlernen. Ich werde einfach für immer ohne Freunde bleiben. Es muss doch irgendeinen Weg geben, wie ich trotzdem auf diese blöde Halloween-Party gehen kann. Also, die Halloween-Party wird veranstaltet von James und von Stefan. Das heißt, ich muss nett zu den beiden sein. Und Stefan weiß, glaube ich, überhaupt gar nicht, dass ich existiere. James weiß zumindest, dass ich existiere, weil ich habe ja was gegen ihn in der Hand. Und vielleicht könnte ich das ja benutzen. Ich versuche einfach erstmal richtig nett zu ihm zu sein. Und wenn das dann nicht hilft, dann werde ich ihn einfach erpressen. Ich habe ja zum Glück noch was gegen ihn in der Hand. Und dann gehe ich zu der blöden Party. Ich gehe dahin. Ich sag's dir, das wird die Party des Jahres. Das wird so krass. Sind jetzt eigentlich schon alle wichtigen Leute eingeladen? Hallo. Hi Stefan, hi James. Ja, wir haben gerade über die Einladung geredet. Ich dachte mir, ich habe ja auch noch was. Ciao Stefan, mach's gut. Ja, das war unhöflich, oder? Also pass auf, James. Ich würde auch mal gerne zu der Party kommen. Also eigentlich war ich ja eingeplant als die Begleitung von Clara, aber die ist leider heute nicht da und deshalb kann sie nicht zu der Party kommen. Also ich weiß, die ist voll geheim, die Party, und die Lehrer dürfen davon auch nichts erfahren. Aber ich würde es halt richtig toll finden, wenn ich da trotzdem hinkommen könnte. Bitte, James, bitte. Du siehst auch richtig toll aus heute, habe ich dir schon gesagt, dass der Polunder heute besonders weich gewaschen ist. Da hast du bestimmt einen neuen Weichspüler benutzt unten, oder? Den habe ich da hingestellt, extra damit dein Polunder schön weich wird. Und deine Brille solltest du, also die sieht ja wirklich toll aus, die glänzt. Die hast du ja bestimmt gerade erst geputzt, oder? Also ich habe auch eine neue Brille. Guck, wir sind jetzt fast Brillenzwillinge. Wir sehen jetzt voll gleich aus, also vielleicht... Freddy! Ja? Erstens, ich sehe immer gut aus. Das stimmt. Zweitens, wenn Clara nicht da ist, dann kannst du auch nicht zur Party kommen. Natürlich komme ich zu der Party. Ihr wart beide gemeinsam eingeladen, also alleine kannst du ja nicht auftauchen. Natürlich kann ich alleine zu der doofen Party kommen. Nein, kannst du nicht und ja. Ach Mist, das hat jetzt auch nicht funktioniert. Ich brauche also einen neuen Plan. Ich will ihn nicht sofort erpressen. Ich will ja auch nicht, dass er das Gefühl hat, er muss mich einladen. Ich will ja auch Spaß haben dort. Vielleicht. Ich glaube, ich habe eine richtig gute Idee. Ich platziere einfach überall so Fallen im Haus und dann warne ich ihn davor. Und dann muss er mich einladen, weil ich ihn gerettet habe. Das ist eine sehr gute Idee. Ich kann einfach die Banane hinlegen und dann könnte er da drüber fallen. Aber das tut er nicht, weil ich ihn retten werde. Ich glaube, ich bin richtig gut im Fallenstellen. Was soll das denn? Ich habe mich nur gerettet vor dieser Bananenschale, die dort bestimmt irgendjemand platziert hat, um dir weh zu tun. Freddy, ich wollte dich nur retten davor, sonst wärst du nämlich hingefallen. Warum liegt da eine Bananenschale und ich glaube, ich werde nicht darunter... Aber pass bitte auf, James, nicht, dass du darüber fällst, okay? Also Freddy! Du musst da jetzt dran vorbei manövrieren, genau Freddy. Jetzt da lang. Ey, was mache ich denn jetzt? Mann, ich glaube, mit James wird das so nicht funktionieren. Sollte ich ihn wirklich erpressen? Nein, bevor ich das mache, versuche ich es einfach nochmal mit Stefan. Ich glaube, ich schreibe ihm mal... ich schreibe ihm, dass er ins Büro vom Vertrauenslehrer kommen muss. Und dann muss er ja hier durchlaufen. Und dann versuche ich es einfach mal... Richtig. Wo bleibt der denn? Oh, hi Stefan! Hi, Freddy. Das ist ja echt ein krasser Zufall. Was denn los? Ich habe gleich einen Termin beim Vertrauenslehrer, ne? Also ich habe gerade keine Zeit. Ja, das ist ja witzig, dass du deinen Termin hast. Stefan, wegen der Halloween-Party nochmal. Ja? Dachte ich mir, muss ich nochmal kurz mit dir reden. Ja. Also ich würde da schon gerne hinkommen. Ja, ich möchte aber nicht, dass Kannst du da hinkommst. Kannst du mich nicht einladen? Bitte. Aber was hätte ich denn davon? Naja, also erstmal meine Gesellschaft natürlich. Und das wäre natürlich... Ja, und was hätte ich wirklich jetzt davon? Also ich könnte dir auch, Okay. Okay, weißt du was? Ich glaube, wir haben da eine Lösung gefunden. Also, du brauchst allerdings
Du kannst zur Party kommen? Ich kann zur Party kommen! Oh mein Gott, ja, ich hab's gewusst! Danke dir! Danke! Bleib ruhig. Du musst cool wirken. Weil bei der Party kommen nur coole Leute. Ich muss anders cool. Also, du darfst kommen, aber du brauchst ein Passwort, um beim Türsteher durchzukommen. Oh, wie cool! Das ist ja richtig, echt richtig so voll krass, mega geheim! Okay, wie ist das Passwort? Also, das Passwort ist... Nicht vergessen. Kleiner. Danke schön, Stefan. Oh mein Gott, das hat geklappt. Ich zu Halloween Party. Ich bin echt ganz ehrlich. Ja. Oh, komm, James, komm. Ciao, mach's gut. Ja. Stefan? Oh, hi. Hi. Wieso brüllt Freddy im ganzen Gebäude rum, dass er zur Party kommt? Du solltest mich mal eher fragen, warum ich hier 200 Euro in der Hand halte. Ich habe mir da gerade kurz was überlegt, wie wir so ein bisschen was uns dazu verdienen. Du hast jetzt nicht ernsthaft Freddy zur Party eingeladen, nur wegen 200 Euro? Nein, nein, also sagen wir mal so, Freddy denkt, dass sie zur Party eingeladen ist. Und sie denkt auch, dass sie wirklich dafür den Zugang gekauft hat. Aber vertrau mir, Stefan, ich habe schon dafür gesorgt, dass sie nicht zur Party kommt. Stefan, für 200 Euro nimmst du solche Mühe auf dich. Ja, es kann ja nicht jeder so reich sein wie du. Irgendwie muss ich ja auch ein bisschen mein Gehalt verbessern. Also ist schon ziemlich lustig, aber gut, weißt du was? Was hast du denn gesagt, was für ein Passwort ist es denn? Also, ich habe dir gesagt, das Passwort ist kleinkariert. Ja, so kleinkariert wie du mit deinen 200 Euro, die du dir dazu verdient hast. Also, mir reicht das. Okay, also, ich will jetzt zu der Halloween-Party gehen, aber Clara hat gesagt, ich soll mein Krönchen weglassen. Ich glaube, ich rufe sie nochmal an. Ich muss sie nochmal fragen, ob das wirklich notwendig ist, dass ich die Krone nicht aufsetze. Hallo Clara, hier ist nochmal Freddy. Du, ich wollte nochmal wissen, hast du das ernst gemeint, dass ich mein Krönchen nicht... Auf gar keinen Fall mein Krönchen, aber mein Krönchen gehört doch zu mir. Kein Krönchen. Warum kein Krönchen? Ist das... Wirklich, ist das uncool? Das verstehe ich nicht, aber okay, ich vertraue dir, Clara, okay? Ich wünsche, du bist hier. Ciao, ciao, mach's gut. Okay, also, kein Krönchen heute. Puh, aber ohne mein Krönchen habe ich gar kein Selbstbewusstsein. Ich kann vielleicht auch einfach mal... Klaras Schminksachen ausprobieren. Dann muss das nochmal. Nee, dann muss erstmal die Brille ab. Okay. Ganz ruhig, Freddy, du gehst heute zur coolsten Party im ganzen Bereich und. Puh, okay. Und wo muss das eigentlich hin? Da? Oh, das sieht aber komisch aus. Sehe ich irgendwie aus, als hätte ich bronzefarbene Lippen. Wer hat denn bronzefarbene Lippen? Also, ich glaube, das ist es noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss dann Clara lieber nochmal fragen, wie ich das machen soll. Okay. Ich glaube, da vorne geht's rein. Ich freue mich schon voll. Und Clara hat auch gesagt, ich brauche gar kein Halloween-Kostüm, weil ich bin schon schrecklich genug, wenn ich richtig aufdrehe. Okay, also, hinterher. Zur ersten Party meines Lebens. Hallo, ich würde gern rein. Passwort. Wie war das nochmal? Kleinkariert. Falsch. Wie jetzt falsch? Kleinkariert. Falsch. Ich hab doch... Kleinkariert. Wenn du nicht eingeladen bist, dann kommst du nicht zur Party. Kleinkariert. Falsches Passwort bedeutet, du kannst dich hier auf den Weg machen. Ich wurde nur wieder reingelegt. Ich werde für immer loser bleiben. Das bringt auch nichts, wenn ich weine. So komme ich ja auch nicht auf die blöde Party. Also Freddy, streng dich an. Du hast doch was im Köpfchen. Du bist vielleicht nicht cool, aber schlau bist du. Ich lass mir was einfallen. Ich komm schon auf diese blöde Party und dann werde ich sie für alle kaputt machen. Ich hab doch diese AirPods. Ja, sehr gute Idee. Eigentlich wollte ich die James schenken, weil er mich eingeladen hat. Aber jetzt habe ich eine bessere Idee damit. Okay. Hallo. Passwort. Ich bin nur zufällig hier. Ich will mir nur die Schuhe zubinden. Die waren ja noch zugebunden. Alles gut. Ciao, viel Spaß. Du hast echt den blödesten Job auf der ganzen Party. Okay, und jetzt warte ich einfach, bis jemand kommt. Und dann höre ich das.
Passwort. Großkariert. Viel Spaß auf der Party. Großkariert? Ah! Okay. Damit sollte ich doch auf jeden Fall da reinkommen. Ich bin so schlau! Hallo! Ich schon wieder. Ja, magst du deinen Job eigentlich voll gerne? Passwort. Passwort, ja, das Passwort. Also, folgendes: Meine Schnürsenkel sind schon wieder auf dem Klemmmoment. Weißt du, ich muss wirklich sagen, du solltest mal ein bisschen darauf achten, was unter dir so ist. Weil du kriegst gar nicht mit, was da unten abgeht. Also, Passwort ist großkariert. Spaß auf der Party. Yeah! Die werden echt alle voll Augen machen. Ich glaube, ich bin die Einzige hier an der Schule mit so einem coolen Tattoo. Ich meine, das sieht ja auch richtig süß aus. Und nicht mal die Coolsten der Coolen haben schon ein Tattoo hier an der Schule. Total cool. Und Clara wird, glaube ich, auch richtig krass gucken. Ich glaube, ich muss ihr das gleich mal zeigen. Das sieht so krass aus. Ich muss das unbedingt sofort allen zeigen. Ich glaube, ich schaue einfach mal, wer so auf dem Schulflur rumläuft. Und dann zeige ich denen das. Und dann, wenn sie mich aufnehmen in den Kreis der Coolen, und dann bin ich Freddy die Coole. Ist die Luft rein? Wer ist denn hier? Oh, ich glaube, das sind Leute, aber keine Lehrer. Sehr gut. Okay, ich muss ihnen das sofort zeigen. Hey Clara, warst du eigentlich bei der Halloween-Party letztens? Nee, ich war nicht da. Oh mein Gott, ey, ich sag's dir, du hast die Party des Jahres verpasst. Das war so krass. Und vor allem alle coolen Leute waren da. Und vor allem, hast du mitbekommen, was wir mit Freddy gemacht haben? Nein. Wir haben dir einfach gesagt, dass sie kommen darf, aber konnte die natürlich nicht. Und wir haben ihr das falsche Passwort gesagt. Okay, es ist echt richtig fies. Also Freddy ist meine Mitbewohnerin und... Ja, stell dich jetzt nicht so an, war ja aber schon lustig und die ist trotzdem irgendwie reingekommen. Also war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber auch richtig krass, also der Tino zum Beispiel, der hat nachts einfach ein Selfie mit einem Polizeiwagen gemacht, der da rumstarrt. Also, schon krass, muss ich sagen. Ich würde mich nicht unbedingt so trauen. Ja, also ich hätte mich das natürlich auch getraut, aber ich muss sagen, trotzdem Respekt dafür. Also ich kann natürlich verstehen, dass ihr euch das nicht traut. Ich glaube, Freddy zum Beispiel hätte sich das garantiert nicht getraut. Muss man sich auch nicht trauen, aber naja. Was soll das denn? Also jetzt mal ernsthaft, ich bin doch die mutigste Person, die ich kenne. Das ist echt ganz schön gemein, aber dem will ich zeigen. Ich hab doch hier ganz eindeutig den Beweis, dass ich mutig bin. Aber immerhin hat sich Clara für mich eingesetzt. Dem werde ich zeigen! Ich hatte halt was Besseres vor als... Also was Party. Besseres als die Halloween-Party, das glaube ich ja wohl kaum. Ich habe das übrigens alles mitgehört, was ich hier in Heidelberg... Oh nein. Hallo Clara, meine beste Freundin, du siehst richtig toll aus. Und du nicht übrigens. Und was hast du mitgehört? Alles. Und was ich euch übrigens sagen wollte, ist, dass ich mega mutig bin. Natürlich, mit Sicherheit. Vielleicht jetzt nicht. Also, ich bin der Inbegriff von mutig und das wollte ich euch nur mal sagen, weil... Also, das sagt jetzt aber jeder über sich. Also man weiß das doch mal. Tun, als ob man mutig ist, kann ja jeder, aber ich habe auch einen Beweis dafür. Ist das ein richtiges Tattoo? Ärger. Natürlich ist das ein richtiges Tattoo. Du hast dir jetzt einfach ein Tattoo machen lassen. Ich bin voll mutig. Ich meine, du weißt schon, dass man dafür von der Schule hier fliegt. Das ist nicht mutig, das ist einfach... Das ist einfach nur ein total riskant. Hast du das nicht... Meine, das steht doch in der Schulordnung. Viel Blödsinn, aber das würde ich... Wirklich, das ich kenne eigentlich machen. Die ganze Schulordnung auswendig. Hast du das nicht gehört von dem Simon im letzten Jahr? Der hat sich ein ganz kleines Tattoo am Knöchel gemacht. Und dann kam das raus im Sportunterricht. Und dann ist der achtfertig rausgeflogen. Nein, das hat er auch gemacht, aber das war wegen des Tattoos am Ende. Ich hab das gar nicht gewusst. Ich muss doch das. Hey! Oh mein Gott. Und das kriegt man nicht mehr weg. Also, das heißt, du musst dein Leben lang nicht mehr. Ich mach ständig alles. Warum hast du mich nicht vorher gefragt? Ich wollte dich überraschen. Ich will mit dieser ganzen Sache überhaupt gar nichts zu tun haben. Ich will damit auch nicht gesehen werden. Existiere, weil wenn das jemand sieht, also von den Lehrern.
niemand auf mich sehen. Ich existiere gar nicht. Es ist alles wie immer. Niemand kennt mich, niemand sieht mich. Sprechstunde, dann bitte ich dich um 15 Uhr morgen in meinen Raum zu kommen und dann werden wir wieder darüber sprechen, was dir so auf dem Herzen liegt und wie wir dir deine Arbeit verbessern können. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüssi! So, und was ist jetzt der nächste Termin? Ah, okay, Anna hat Sprechstunde, alles klar. Okay, dann gehen wir mal so... Ah, hi, Freddy, wie geht's dir so? Alles in Ordnung? Ja. Ich geh dann jetzt, ja? Nein, alles gut, wir können doch jetzt gerade ein bisschen quatschen. Ich habe noch 5 Minuten Zeit bis zum nächsten Termin und ich will mir ja auch Zeit zwischendurch, zwischen den Sprechstunden nehmen, damit wir so ein bisschen über alles quatschen können. Was liegt dir denn so auf dem Herzen? Also ich könnte ja vielleicht mit Clara reden, wir brauchen bestimmt immer eine Sprechstunde. Bei der Clara, da war ich gerade, da haben wir einen neuen Termin vereinbart. Du wolltest eigentlich auch bald wieder zur Sprechstunde kommen, oder? Ja, mir geht's gut, ich habe Freunde gefunden, also eine Freundin, glaube ich zumindest, sie sind allerbeste Freunde auf dieser ganzen großen, weiten Welt und... Okay. Was hast du denn mit deinem Arm? Warum machst du denn immer so? Tut der weh? Hast du dir die Hand verstaucht? Das ist ein nervöser Tick. Nervöser Tick? Ja, damit würde ich vielleicht mal zum Arzt gehen. Ich bin ein bisschen komisch manchmal und deshalb mache ich sowas. Freddy, ich habe das Gefühl, du hast da irgendwas tut dir da weh oder so. Darf ich mal sehen? Komm, ich hab auch eine Ausbildung als Erste-Hilfe-Helfer. Deswegen, ich würde das gerne mal sehen. Hast du da eine Wunde? Du musst doch nicht... was ist das? Ist das ein Tattoo? Ist das ein Tattoo? Freddy, du weißt ganz genau, dass das der wichtigste Punkt in unserer Schulordnung ist, dass man kein Tattoo in diesem Laden hier haben darf. Ich weiß, dass es ein Tattoo ist. Also, wir machen das jetzt hier ganz, ganz, ganz schnell. Es ist eine ganz klare Sache. Wer ein Tattoo hat, fliegt raus. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt eine Stunde, um dich von allen Leuten zu verabschieden. Du darfst deine Sachen packen und dann wünsche ich... dass du hier diese Schule verlässt. Denn dieses Internat braucht keine Leute, die ein Tattoo haben. Ich wünsche dir alles Gute. Nein! Das ist ja komplett schiefgegangen. Ich will nicht von der Schule fliegen. Was bringt denn jetzt? Ich habe allen erzählt, dass es echt ist. Und jetzt muss ich Hippolyt sagen, dass es nicht echt ist. Und dann muss ich es wieder abwaschen. Und dann bin ich wieder total die Uncoole. Nein. Aber lieber Uncoole, als von der Schule zu fliegen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das jetzt mal abwasche oder versuche abzuwaschen. Ich hoffe, es geht wieder ab. Sonst habe ich aus Versehen doch mir für immer was tätowiert. Geh doch einfach ab, du blödes Tattoo. Wegen dir ist mein ganzes Leben kaputt. Also, ich habe ein bisschen was abbekommen von dem blöden Aufwasch-Tattoo, aber. Jetzt muss ich das noch Herr Collins zeigen und dann glaubt er mir das hoffentlich und dann fliege ich nicht von der Schule. Okay, ich muss ihn finden. Herr Collins! Herr Collins! Hi, Stefan, hast du zufällig Herr Collins gesehen? Sehr, sehr wichtig. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Gab es etwa Stress wegen deines Tattoos? Nein, es gab überhaupt keinen Stress wegen des Tattoos. Ich habe nur fragen wollen wegen... weil ich die Biologie-Hausaufgabe nämlich gar nicht wirklich abgeben konnte. Deshalb wollte ich ihn nämlich fragen. Du bist total blöd und du würdest dir niemals trauen, ein Tattoo zu kriegen. Na, da ist jemand aber ganz schön angespannt. Ich glaube, das hat noch einen anderen Grund. Aber ich habe den nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der ist. Clara, Alarmstufe, Erdbeerwackelpudding rot. Wirklich ganz, ganz rot. Rote Alarmstufe. Hast du Herr Collins gesehen? Clara, ich habe doch gesagt, Alarmstufe, Erdbeerwackelpudding rot. Ich habe dir doch die Alarmcodes alle zugeschickt. Weil Alarmstufe Erdbeerwackelpudding rot ist, da musst du ganz, ganz, ganz alarmiert sein und da kannst du nicht schlafen. Was ist los? Also, hast du Herr Collins gesehen? Wirklich, ich muss ganz dringend mit Herr Collins reden. Also pass auf, ich habe ganz großen Mist gebaut. Ich habe nicht gewusst, dass man wegen diesen blöden Tattoos von der Schule fliegen kann. Ja, warum machst du sowas auch? Ich habe es dir doch eben schon gesagt. Frag mich doch einfach vorher.
ist kein echtes. Ich habe schon versucht abzuwaschen. Ach so. Es ging nur ein bisschen ab. Ich wollte dazugehören und habe gedacht, dann kann ich allen zeigen, wie mutig ich bin. Und dann habe ich halt gehört, wie du und Stefan sich darüber unterhalten du haben. Du bist doch mutig. Du musst dir doch dafür kein Tattoo machen. Aber ich meine, ich glaube, Herr Collins war da gerade irgendwo noch. War da gerade irgendwo auf dem Flur? Okay. Also ich habe da irgendwie eben die Stimme von ihm gehört. Okay, also falls sich irgendjemand fragt, ich habe nie ein Tattoo gehabt, werde nie ein Tattoo haben. Und ich bin eine sehr, sehr liebe, nette und freundliche Freddy. Das ist eine total blöde Regel, dass man keine Tattoos haben darf an dieser Schule. Ich finde die Regel auch blöd. Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Ich muss ihn unbedingt finden. Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Herr Collins! Was ist denn? Man hört dich im ganzen Gebäude. Das war ich ja. Warum bist du immer noch hier? Ich glaube, meine Ansage war noch nicht deutlich genug. Du hattest 60 Minuten Zeit, um dich hier auf den Weg zu machen. Aber an deiner Stelle würde ich hier lieber innerhalb von 5 Minuten den Abgang machen. Naja, das wäre ja auch dann ziemlich genau das, was Sie gesagt haben. Weil ich habe nämlich 55 Minuten bis jetzt gebraucht und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Deshalb habe ich ja theoretisch auch wirklich noch 5 Minuten Zeit, aber vielleicht überdenken Sie Ihre komische Aussage. Nein, das werde ich garantiert nicht. Du kannst froh sein, dass ich hier überhaupt noch mit dir rede. Und ich bin auch nur hergekommen, weil man dich im gesamten Gebäude gehört hat. Und so kann ich nicht meine Sprechstunde arbeiten. Dass diese Regel total veraltet ist und die Individualität ihrer Schüler einschränkt. Aber das tut jetzt gerade gar nichts zur Sache. Ich wollte eigentlich nur sagen, das blöde Tattoo ist abwaschbar. Ich habe auch schon versucht, das abzuwaschen. Was? Das war ein Henna-Tattoo? Naja, nicht Henna, das war so ein Klebetattoo. Oder ein Klebetattoo? Aber warum sagst du das denn nicht? Und warum hast du überhaupt ein Klebetattoo? Weil ich cool sein wollte, weil ich den anderen zeigen wollte, dass ich total mutig bin. Aber Freddy, jetzt mal ganz ehrlich. Warum machst du denn sowas nur, um cool zu sein? Es gibt doch gar keinen Grund, warum man angeben muss oder warum man Leute beeindrucken wollen muss. Natürlich gibt's dafür einen Grund. Ich habe, bis Clara hierher gekommen ist und ich mich hier aufgedrängelt habe, überhaupt keine Freunde gehabt. Und außerdem, ich würde auch einfach gern mal cool sein. Clara ist erst seit 2 Wochen hier gefühlt und hat schon viel mehr Freunde als ich und alle finden mich total blöd. Und dann gibt's natürlich einen Grund. Aber Freddy, genau aus diesem Grund bin ich doch da. Ihr könnt doch mit mir sprechen. Nein, Sie bringen überhaupt nichts, Herr Collins. Sie haben mich jetzt nur deswegen von der Schule verweisen wollen, weil ich das machen wollte. Weil das Regelwerk ist. Regeln sind Regeln und Regeln sind da, um sie einzuhalten und nicht, um sie gebrochen. Bin ich jetzt von der Schule noch verwiesen oder kann ich da bleiben? Ist also, blöd, die Regeln... Die Regeln sind eindeutig. Ein normales Tattoo führt zum Schulausschluss. Da das aber kein normales Tattoo ist, sondern ein sogenanntes Klebetattoo, lass dich da Gnade vor Recht ergehen und würde sagen, dass du hier auf der Schule bleiben darfst. Natürlich kann ich auf der Schule bleiben. Außerdem bin ich Klassenbeste. Das wäre total traurig. Ich bin nämlich die Beste im Deutschwettbewerb und ich bin die Beste im Mathewettbewerb. Das hätte dir bei einem... Außerdem bin ich beim Englisch-Contest letztes Jahr gewonnen und außerdem würden auch alle anderen Preise von dieser Schule verschwinden, wenn ich nicht mehr hier wäre. Ja, Freddy, das wissen wir alle, dass du gut in der Schule bist, aber das hätte dir bei einem richtigen Tattoo auch gar nichts geholfen. Aber zum Glück ist es kein richtiges Tattoo. Also Freddy, wenn du wirklich das Bedürfnis hast, hier Leute zu beeindrucken, dann muss das doch nicht so sein. Weil möchtest du wirklich Leute beeindrucken und mit denen befreundet sein, die sich von einem Tattoo blenden lassen? Ich glaube doch wohl nicht. Wenn du hier Einfluss finden möchtest, dann mach doch einfach eine coole Party. Das haben wir auch früher bei uns gemacht. Ich glaube, dann werden ganz viele Leute auf einmal mit dir befreundet sein. Das kann ich dir aber versprechen. Ja, es muss ja keine übertriebene Party sein, aber dass man zusammen vielleicht einen Kaffee trinken geht oder was die jungen Leute heutzutage so machen. Na gut, aber dann drücke ich mal ein Auge zu. Dann sage ich einfach mal, ich weiß nichts davon, dass es hier eine Party gibt. Wirklich? Also das würde ich wirklich tun. Ich würde da wirklich ein Auge zudrücken. Aber weißt du was? Ich habe jetzt auch den nächsten Termin, nämlich die nächste Sprechstunde. Deswegen muss ich mich leider verabschieden. Aber lass dir bitte so eine blöde Idee nicht noch einmal einfallen lassen. Dann kriegen wir wirklich Ärger. Ja, ist okay. Aber Klebetattoos kann ich so viele auftragen, wie ich will, oder? Die kannst du meinetwegen gerne benutzen, wie du lustig bist. Ja. Dann kann ich mir jeden Tag sagen, ich habe mein neues Tattoo gemacht. Bitte verrate es nicht den anderen, Herr Collins. Nein, keine Sorge. Das bleibt jetzt unter uns. Okay? Dankeschön. Okay, ciao. Tschüss. Und jetzt bin ich schon wieder alleine. Och Mann. Ja, ich konnte bei der Party nicht. Also ich musste nach Hause. Ja. Ich hätte ja gerne auch mal ein paar andere Leute kennengelernt hier im Internat. Gibt es nicht nochmal wieder eine andere Party oder so? Ja, eine andere Party erstmal nicht. Aber weißt du was, Clara? Hättest du nicht vielleicht mal Lust, dich mit mir und meinen Freunden zu verabreden? Echt jetzt? Also kann ich da mitkommen? Ja, du kannst mitkommen, Clara. Aber Clara... Ohne deine Zimmergenossin, ohne Freddy kommst du da hin. Also, ich was bitte dich. Was soll das jetzt heißen? Also, ich darf Freddy nicht mitbringen? Ich meine, wir sind befreundet. Ihr seid befreundet, aber meine Freunde und sie sind nicht befreundet. Und sie ist so peinlich.
Ja, ich will auf jeden Fall auch noch ein paar andere Leute kennenlernen. Also, ich komme. Ja? Heute? Ja, heute gerne. 18 Uhr. Okay. Super. Ich, wo treffen wir uns? Ich schick dir einen Snap. Oh, James ist echt nett zu mir in letzter Zeit. Jetzt darf ich sogar schon zu seinen Freunden kommen. Oh, das darf auf keinen Fall Freddy erfahren. Sonst vermisst die mir das wieder. Hallo, Clara. Ach, hi Freddy. Ich hab da was beobachtet. Was hast du denn beobachtet? Da hat sich doch gerade mit James unterhalten. Ja, und? Über was habt ihr so geredet? Freddy, ich muss dir nicht alles erzählen. Nein, nicht alles, aber wenn es um James geht, schon hat er vielleicht was von mir erzählt. Nein. Wie jetzt? Nein. Nein, er hat nichts von dir erzählt. Doch, was soll er denn, von dir erzählt haben? Ich meine, vielleicht, dass er mich schön findet und schlau und intelligent und besonders. Nein, hat er nicht. Es ging eigentlich nicht um dich. Um was ging es denn dann? Es ging um Hausaufgaben. Hausaufgaben? Was für Hausaufgaben? Vielleicht kann ich ihm ja dabei helfen. Nee, das ist, also, da bist du ja gar nicht mit in dem Kurs. Um was für Hausaufgaben? Wir sind doch in den gleichen Kursen. Was für Hausaufgaben gibt es denn? Nein, also, ja, das ist, wir müssen doch da bei, Englisch so ein Projekt machen. Da bin ich mit James in einer Gruppe. Warum bist du mit James in einer Gruppe und nicht mit mir? Du bist doch, alleine. Also, du wolltest das doch alleine machen, oder nicht? 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 Okay. Weiß ich nicht, wusste ich nicht, was für ein Projekt? Ich bin gar nicht vorbereitet für ein Englischprojekt. Aber, na gut, komisches Englischprojekt mit James. Genau. Och. Clara, ich habe mir das nochmal ziemlich genau überlegt. Und zwar kann das gar nicht sein. Hm? Ich weiß über jedes Projekt in dieser Schule Bescheid und wir haben kein Englischprojekt. Also hast du mich angelogen. Über was hast du mit James gesprochen? Ja, über Englisch, Hausaufgaben dann halt. Du kannst mir sagen, wenn er was über mich erzählt Nein, hat. Nein, der hat nichts über dich erzählt. Über wen anders? Nein. Ich meine, wir haben über gar nichts geredet, wie das manchmal so ist. So, hallo, na, wie geht's dir? Wir haben über Englisch Hausaufgaben gesprochen. Naja, wenn du das sagst, werde ich dir wohl mal glauben. Du bist ja meine Freundin und würdest mich definitiv nicht anlügen. Genau, ich lüge nicht. Clara, kannst du mir mal sagen, wie viele Seiten du bei deinem Aufsatz eigentlich geschrieben hast? Eine? Eine Seite? Einen. Aber sollten wir mehr schreiben? Ich hätte schon gedacht, also ich bin jetzt schon bei Seite 5. Soll ich vielleicht noch mehr Seiten schreiben? Ja, ich denke schon. Mir fällt aber nichts mehr ein, das ist echt langweilig. Warum hältst du denn dein Handy so weit weg? Sonst lässt du mich auch immer mit Memes angucken. Ich gucke mir ja keine Memes an, ich habe vielleicht was gelesen. Hast du schon das Bild, von dem wir eine Interpretation schreiben sollten, gemacht? Für welches Fach? Kunst. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Müssen Ach so, ich hätte gedacht, vielleicht hast du dir das gerade auf deinem Handy angeguckt und von mir verheimlicht. Nein, habe ich nicht. Ich verheimliche nie Hausaufgaben vor dir. Außerdem, wie könnte ich Hausaufgaben vor dir verheimlichen, Freddy? Du weißt immer schon 5 Stunden vor mir, was wir alles aufhaben. Oh Mann, wie soll ich das bloß machen? Ich meine, Freddy lässt mich doch hier nicht gehen, ohne dass ich hier ganz genau sage, wo ich hingehe. Und jetzt hat Nick James gerade geschrieben, wir wollen uns gleich auf dem Campus treffen mit ein paar Leuten. Oh, und Freddy... Die merkt das doch sofort, die kommt doch dann wieder mit und dann sind die anderen sauer auf mich und dann darf ich auch nicht mitgehen. Also das kommt mir echt schon alles ziemlich komisch vor. Clara verhält sich richtig seltsam. Ich glaube, sie hat ganz unbedingt und ganz sicher was vor mir zu verheimlichen. Ich meine, also, eigentlich sind wir doch allerbeste Freunde und eigentlich müsste sie mir das doch alles zeigen und zwar ohne Probleme. Außer sie hat eben Geheimnisse vor mir. Ich glaube, das muss ich mir mal genauer anschauen. Clara, weißt du was? Ich muss mir noch mal kurz ein Buch aus der Bibliothek holen. Ich bin mal eben weg. Mhm. Alles klar, bis nachher. Das ist vielleicht meine... Okay, wenn Freddy jetzt weg ist, dann werde ich mich jetzt ganz schnell auf den Weg machen. Und dann bin ich einfach weg. Also ich muss der ganzen Sache echt noch mal auf den Grund gehen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Clara. Vielleicht wird sie ja erpresst von James oder sowas und sie braucht eigentlich meine Hilfe. Als beste Freundin muss ich ihr helfen. Mann, da kommt Freddy ja schon wieder. Hallo Clara. Ah,
Hi, Freddy. Was machst du denn hier im Flur? Du stehst ja so komisch in der Tür rum und siehst irgendwie so aus, als würdest du Hilfe brauchen. Kannst du helfen? Ja, also ich wollte eigentlich gerade zu unserem Schularzt gehen, weil ich glaube, ich bin krank. Wenn du krank bist, was machst du denn hier auf dem Flur? Du solltest dich unbedingt hinlegen und ausruhen. Das ist ja wichtig. Hast du nicht Angst? Ich kann dir eine warme Suppe dich anzustecken oder so. Nein, ich habe ein hervorragendes Immunsystem, wirklich, Clara, kein Problem. Also du kannst einfach dich hinlegen und ich pflege dich. Ich hol dir dann eine Suppe und so. Was, leg dich erstmal. Oh nein, in was habe ich mich denn jetzt hier verwickelt? Also ich glaube, das wird nichts. Jetzt bin ich krank und jetzt will Freddy mich pflegen. Was mache ich denn jetzt? Clara, ich habe hier schon einen leckerschmecker Tee gemacht. Bitteschön. Danke, Freddy. Ich will doch gar keinen Tee trinken. Oh, klar, Freddy, sie so kann richtig, richtig blass aus. Ich bin jetzt doch nicht mal, mehr so krank. Hier ist eine Decke. Guck da schön drunter. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass du noch. Genau, nicht, dass du auskühlst. Schön liegen bleiben. Das kommt mir irgendwie alles sehr, 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 sehr seltsam vor. Also, Clara muss überhaupt nicht husten. Sie hat überhaupt gar keine geschlossene Nase. Sie räuspert sich nicht. Und beim Thermometer stand auch, dass sie nicht mal eine leicht erhöhte Temperatur hat. Also es ist ganz, ganz klar. Schaut mich an. Oh Mann, Freddy schläft ein. Das ist meine Chance. Da kann ich mich schnell wegschleichen und doch noch zu der Verabredung gehen. Wenn ich da wieder heute nicht erscheine, dann wird sich James nie wieder mit mir verabreden wollen. Okay. Ich glaube, sie schläft. Perfekt. Dass sie mir was verheimlicht. Wo geht sie denn jetzt hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Du bist krank. Du hast gesagt, du bist krank. Und jetzt stehst du hier im Flur und schleißt dich irgendwo hin. Ohne mich. Warum? Was ist mit dir falsch? Was ist mit dir falsch? Warum rennst du hinter mir her und erschreckst mich? Weil du mich angelogen hast. Du hast gesagt, du bist krank und du bist es offensichtlich überhaupt nicht. Du hast keine Bauchschmerzen, du hast keine Halsschmerzen. Du schniefst nicht, du hustest, du machst gar nichts, was irgendwie nach krank aussehen würde. Und dann schneidest du dich hier einfach raus, während ich schlafe. Und jetzt will ich wissen, was los ist. Also gut, Freddy, dann setzen wir uns mal kurz hin. Ich sitz schon. Ja. Es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Wir haben keine Englischhausaufgaben zusammen gemacht, James und ich. Und ich bin auch nicht krank, sondern James hat mich eingeladen, heute mit seinen Freunden abzuhängen. Und er meinte halt, ich sollte dich nicht mitbringen. Tut mir leid. Und geh doch dahin. Nein, Freddy, also... Geh doch zu der Drogenparty, geh doch zu James. Aber denk bloß dran, wer am Anfang nett zu dir war und wer nicht. Freddy? Ja? Was soll das denn? Das ist deine Haarspange. Findest du nicht witzig? Was soll denn daran witzig sein? Das sieht auch nicht aus wie ein Krokodil. Ein Krokodil ist nicht so. Okay, also aber was anderes. Freust du dich schon auf den Tag der offenen Tür heute? Voll lustig. Also eigentlich kommen ja mal alle Eltern. Also eigentlich kommen ja keine Eltern, weil alle sagen ja ihren Eltern vorher ab. Außer sie haben richtig coole Eltern. Wir haben hier die eine in der Klasse, die Sarah. Die hat so, so krass coole Eltern. Ich weiß, die kommen jedes Jahr. Was du sprichst. Also Freddy, was für ein Tag der offenen Tür? Hey, heute ist doch Tag der offenen Tür. Meine Eltern auch, oder? Naja, weiß ich nicht. Hast du ihn denn nicht abgesagt? Clara, du musst doch deinen Eltern absagen, wenn du nicht willst, dass sie hierher kommen. Du musst dir doch deine Ausrede einfallen lassen. Irgendwie sowas wie, zum Beispiel... Was hast du deinen Eltern dann gesagt? Hey, ich sag meinen Eltern einfach immer ein anderes Datum. Die bekommen immer so eine blöde Einladung von der Schule. Und ich sag jedes Jahr, dass es an einem anderen Tag ist. Und dann an dem Tag, dann haben sie es meistens schon wieder vergessen. Weil meine Eltern das eben manchmal vergessen, dass Tag der offenen Tür ist. Naja, und dann kommen sie halt einfach nicht. Also ich hab meinen Eltern nicht abgesagt. Nein, ich hab meinen Eltern nicht gesagt. Das ist ja total der Wahnsinn, an den ich ja deine Eltern kenne. Dann kannst du mich vorstellen, dass deine allerbeste Freundin fürs Leben. Meine Eltern kommen hierher? Freddy, ich werde jetzt meine Eltern anrufen und ich werde ihnen sagen, dass sie nicht kommen brauchen. Na los, versuch's mal. Aber ich würde deine Eltern auch eigentlich ganz gerne
kennenlernen. Ja, aber meine Eltern sind auch total peinlich. Mega peinlich. Ich nicht. Du bist doch eigentlich total cool. Ja, ich bin cool, aber meine Eltern noch nicht. Ich rufe da jetzt mal an. Gehen Sie nicht ran, dann Mailbox. Sind Sie bestimmt schon auf der Autobahn und sind auf dem Weg hierher. Meinst du wirklich? Ja. Oh nein. Ich lerne deine Eltern kennen. Du willst meine Eltern nicht kennenlernen. Doch. Ich werde jetzt mal nachschauen, ob was die anderen alle so sagen. Und ich komme mit. Ob die anderen Eltern wohl auch alle kommen? Bestimmt. Hey Stefan, sprichst du überhaupt? Ah, hi. Krass. Na, was hallo. Los? Heute ist ja dieser Tag der offenen Tür. Kommen deine Eltern auch? Kommen deine Eltern? Ist das ernst? Natürlich nicht. Was hast du denn gesagt? Ich hab denen einfach gesagt, es gibt keinen Tag der offenen Tür. Das ist doch völlig normal. Also das macht doch jeder vernünftige Mensch. Also ich muss sagen, James zum Beispiel, der hat's auch schlau gemacht. Weil der hat deinen Eltern zwar gesagt, es gibt den, aber der ist ja selber heute nicht da. Der ist einfach abgehauen heute. James ist so schlau. Naja, und ich hab dir natürlich gesagt, dass es den einfach nicht gibt. Also ach du, das heißt, du hast deinen Eltern nicht Das ist total der Wahnsinn! Oh mein Gott, das ist peinlich. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich das sehen will. Der Wahnsinn ist das. Meine Eltern. Weißt du, dass deine Eltern dann vielleicht auch so Gespräche führen müssen mit den Lehrern? Ja, das weiß ich. Und dann sehe ich das auch endlich mal, was da so passiert. Ein Jahr sind auch mal meine Eltern hergekommen. Das war richtig schlimm. Ich glaube, das war das Jahr, in dem dann einfach ein Jahr lang später keiner mehr mit mir geredet hat. Freddy. Warte. Clara! Oh mein Gott, weißt du, wie spät ist es? Wie spät ist es? Hast du eine Uhr? Oh mein Gott, sie könnten ja vielleicht sogar gleich schon da sein. Komm, wir gucken einfach am Fenster. Sind das deine Eltern? Nein. Und das? Das da unten sind meine Eltern, die gerade in die Tür reingehen. Die sehen ja richtig nett aus und sie kommen rein, Clara, guck mal. Oh, ich glaube, da kommen die. Das ist ja hier wirklich mal ein schönes Gebäude. Ach, du Schätzchen, wo ist der mein Schätzchen? Das sag ich mir auch schon die ganze Zeit, muss ich sagen. Willst du noch aufräumen, damit unser Zimmer schön aussieht und deine Eltern das angucken? Hoffentlich finden die mich hier nicht. Natürlich werden die dich finden. Ich glaube, die wissen nicht, in welchem Zimmer. Dein Name steht vorne an der Tür. Wirklich? Ja. Der ist doch da eingraviert, dass die werden dich finden. Ich lerne deine Eltern kennen. Mach dir keine Sorgen, Clara. Auf mich ist Verlass. Ich stehe schmierig. Ich gucke, ob sie kommen. Und wenn sie kommen, sage ich Bescheid. Also nochmal wirklich ein schönes Gebäude, muss ich sagen. Oh, krass, klar, deine Eltern, guck mal, das. Oh, ups, ich hab's ja gesagt. Hallo! Ach, wo ist denn jetzt die Clara? Da scheint ja die Clara zu sein, da gehen wir mal hin. Freddy, bist du des Wahnsinns? Es tut mir leid, es war keine Absicht, aber ich bin so aufgeregt. Sind meine Eltern? Ja, ich glaub schon. Hallo, hallo, Hallöchen! Hallo, ich bin Freddy! Ach, na, das ist ja ein Ding. Hallo, Clara. Deine Eltern sind hier. Dein alter Herr kommt dich mal besuchen in deinem Internat. Hallo, ich bin Clara. Einen schönen guten Tag. Also, vielen Dank. Sie sind die Mama von Clara. Genau, ich bin die Mama. Ich bin der Papa von der Clara. Genau. Das ist ja toll. Also, du hast eine beste Freundin. Ja, das bin ich. Das ist doch eine schöne Sache, muss ich sagen. Also, das ist doch wirklich. Schätzchen, wie geht es dir? Weil du dich so schon so sehr gefreut hast, dass wir dich besuchen. Das fällt dir eigentlich heute aus. Moment, was? Aber wir haben hier gerade noch den Vertrauenslehrer getroffen, der meinte, schön, dass Sie da sind. Also, den Herr Collins? Ja, tatsächlich, genau. Der Collins ist ein ganz, ganz netter Mann. Genau, und also wir haben eigentlich alle gesagt, dass der Tag der offenen Tür heute stattfindet. Und wir haben ja das ganze Jahr schon drauf gewartet, dass wir dich jetzt besuchen können. Ich bin so sehr gefreut, Schätzchen. Also. Was soll ich denn jetzt sagen, Clara, dass der Tag der offenen Tür stattfindet oder nicht? Sie haben es doch schon gemerkt. Also, ich muss sagen, schön hast du es hier. Also, ja, super. Also, das ist echt toll. Ja, manchmal räumt sie auf, manchmal räume ich auch auf. Das ist unser beider Zimmer. Ja, gut, das ist natürlich. Wir sind nämlich zufällig Zimmernachbarin, beste Freundin und Zimmernachbarin. Oh, na, das ist ja ein Zufall. Das finde ich toll. Also, die Clara macht hier einen tollen Job. Einen tollen Job? Ja, das hören wir natürlich. Ja, das finde ich gut. Ich soll gehen? Das sieht echt toll aus. Ja, das ist richtig toll. Okay, ich gehe. Was du brauchst, ruf mich an. Ach, du gehst. Okay, tschüss. Schön, dich kennenzulernen. Das ist aber auch eine ganz nette. Ganz, ganz nette. Ja, das finde ich
Aber weißt du was? Der Herr Collins gerade, der war so nett. Und super, super nett. Meinte, der meinte, das ist ein Vertrauenslehrer. Super, und der kann uns bestimmt richtig gut mal erzählen, wie es der Clara hier so geht und wie die sich so macht. Sollen wir den mal besuchen? Auf jeden Fall, den besuchen wir jetzt mal. Gar nicht. Bleibt mal hier. Mama, Papa, bleibt mal hier. Aber warum denn? Wir müssen doch nicht mit Herrn Collins sprechen. Ich meine, ich kann euch das doch auch alles erzählen. Ja, aber der war so freundlich. Und ich würde mir auch gar nicht draußen alles angucken. Am besten bleiben wir den ganzen Tag hier in meinem Zimmer. Also die Schule, die war so schön und er war so freundlich. Ich würde schon gerne hier was sehen, wenn wir schon mal hergekommen sind, oder? Würde ich auch sagen. Also das sehe ich genauso. Also, auf wie. Also da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Den suchen wir jetzt direkt mal auf. Klar, ich muss dir wirklich sagen, also auch dein Outfit, wir sind ja heute ziemlich locker gekleidet, aber dein Outfit, das ist wirklich sehr, sehr adrett, muss ich sagen. Vor allem unsere Kleine ist jetzt eine richtige Dame. Ich habe mir das nicht ausgesucht, Mama. Ich bin wirklich ziemlich stolz wie Bolle bin ich. Ich auch. Aber du, erzähl, wo hat der Collins denn jetzt hier sein Büro? Ist das hier oder hier? Da hinten irgendwo oder so. Da hinten irgendwo, ne? Ich hab's vergessen. Vielleicht ist das ja hier. Ja. Schau mal. Uiuiui, nee, da ist nur Spülmittel. Da ist das Büro also nicht. Schade. Da müssen wir wohl mal weitersuchen. Mama, Papa, ist sehr schön, dass ihr hier seid, aber ich muss mal ganz kurz aus meinem Zimmer holen. Finden wir auch, also, ja, okay, dann müssen wir was und wir suchen den Herrn Collins in der Zeit wieder. Ich kann mir schon mal vorgehen. Okay, die kommt ja bestimmt gleich wieder. Dann suchen wir jetzt den Collins noch ein bisschen weiter. So, und Mama und Papa sind weg. Und der Rektor hat auch gesagt, hier ist dieser Knopf, um den Feueralarm auszulösen. Schatz, was ist denn hier? Glauben, es brennt nicht. Es brennt nicht, aber es ist doch Feueralarm. Also Freddy, du kannst mir glauben, es brennt nicht. Wirklich nicht? Ich habe den Feueralarm ausgelöst, damit meine Eltern wieder gehen. Boah, das ist schon ganz schön fies, muss ich sagen, aber auch irgendwie witzig. Also das hätte hier echt noch niemand gebracht, aber ich glaube, erlaubt ist das auch nicht so richtig. Es wird nie jemand erfahren.